Hallo, hallo, willkommen zurück hier bei Far Cry 2. Ja, wir haben ja in der letzten Aufnahme sind wir hier angekommen und wir haben festgestellt, dass wir irgendwie nicht aus dem Raum rauskommen. Das war wahrscheinlich schon der erste Bug und ich habe jetzt einfach beschlossen, wir tun da einfach jetzt mal in Spielstand laden und gucken mal, was dann passiert. Warnung, Sie verlieren dadurch Ihre bisher nicht gespeicherten Fortschritte. Möchten Sie wirklich laden? Ja, so viel Fortschritt hatten wir auch noch nicht. So, meine Mission ist einfach, ich soll den Schakal töten. Oh, jetzt bewegt sich da einer. So, der hat sich vorhin nicht bewegt. Der ist da vorhin hier stur drinnen stehen geblieben und hat sich nicht bewegt. So, also sammeln wir mal hier ein, ja. Nochmal. Oh, das war vorhin auch nicht da. Neben Ihrer Machete können Sie noch 3 weitere Waffen tragen. Machete ist die 1, okay. Primärwaffen, Scharfschützengewehre, Sturmgewehre, Schrotflinte, okay. Sekundärwaffen, Pistolen, Maschinenpistole und sonstige Einhandwaffen. Und die Spezialwaffen, Raketenwerfer, Maschinengewehre, Flammenwerfer und sonstige einzigartige Waffen. Sie können nur eine Waffe jeder Art tragen. Im Waffenladen können Sie Ihre Waffen verbessern oder neue kaufen. Weitere Informationen finden Sie im Menü unter Verbesserungen. Das schauen wir uns später mal an. So, jetzt nehmen wir mal hier alles mit. So. Und wir wissen ja, wir müssen auch uns die Medizin nehmen. So. Wenn Ihre Gesundheitsanzeige niedrig ist, können Sie H drücken, um eine Spritze zu verwenden. Okay. Danach wird Ihre Gesundheit zu 100% wiederhergestellt. Gut. Machen wir. Hören Sie zu, Sunny Boy. In der Stadt ist die Kacke am Dampfen. Eigentlich sollte es eine Waffenruhe geben, aber das war mal. Ich arbeite für einen Mann namens Gakumba, ein Anführer der United Front. Alle meine Jungs hindern gerade die APR daran, das Land zu übernehmen. Damit bleiben nur noch Sie für die Drecksarbeit. Als erstes brauche ich das beschissene Coupé da hinten auf der Straße. Sie sehen aus, als hätten Sie mit sowas Erfahrung. Versuchen Sie, den Motor zum Laufen zu bringen. Ich hoffe, Sie kommen noch zu Ihrem Wagen. Sie sehen aus, als würden Sie jeden Moment tot umfallen. Na los! Okay, Ziel aktualisiert. Dann... Oh oh. Um Ihr aktuelles Ziel anzuzeigen, drücken Sie Escape. Okay. Motorhaube öffnen und das Auto reparieren. Der Leutnant hat gesagt, ich soll das Auto draußen reparieren. Drücken Sie 5, um Ihre Karte zu benutzen. Okay, da müssen wir hin. Da ist das Coupé. Er hat auch nichts dagegen, dass ich mich hier ein bisschen umgucke, ja. Drücken Sie R, um den Maßstab der Landkarte zu ändern. Ja gut, das machen wir jetzt nicht. Ja gut, machen wir, dass die Meldung wegkommt. So. Drücken Sie 5, um erneut die Karte zu schließen. Oh, wenn Sie bei der Bewegung nach vorne Umschalttaste links drücken, sprinten Sie. Das ist hier ein Käfig. Das Fahrzeug muss repariert werden. Drücken Sie dazu in der Nähe des Motors E. Noch. Aha. Gut. So, reparier mal. Ja, fester, fester. Ja, immer nur eine Schraube machen und schon ist das Auto repariert. Das hätte doch der auch hinkriegen können. Wenn das Telefon klingelt, drücken Sie 5, um den Anruf entgegenzunehmen oder auch anzunehmen. Glauben Sie, Sie schaffen einen kleinen Überfall? Die APR hat ein Stück südlich von hier einen Vorposten. Niemand würde es je erfahren, wenn den Typen da was zustößt. Schalten Sie sie aus. Ja, nehmen wir doch das Auto noch, ne? Und fahren mal hin. Drücken Sie W zu beschleunigen, drücken Sie die Leertaste, um die Handbremse zu benutzen, drücken Sie E, um aus dem Fahrzeug auszusteigen. Drücken Sie C zwischen Fahrersitz und der Position am Geschütz zu wechseln.
drücken Sie 5, um sich Ihre Karte anzusehen. So, naja dann. Da haben wir ja auch ein kleines Navi sogar im Auto. Wir wissen, wo wir hin müssen. Die gefällt mir jetzt so auch noch nicht so richtig. Oh ja, gut. Da oben scheint unser Ziel zu sein. Mal dahin und gucken uns das an, was wir da tun müssen. Ich würde jetzt aber nicht unbedingt ein Auto hier reinfahren. Gut, wir wissen ja noch aus Far Cry 1, dass wir uns ein bisschen im Dschungel verstecken. Und schauen uns mal an, was wir hier tun müssen. So. Was haben wir denn hier? Machete. Nimm einfach mal die Machete. Was immer das war, ich nehm's halt mal mit, ne? So, dann schleichen wir uns mal dahin. Da! Wer schießt da? Schnell den Arzt! Oh! Sie haben eine Granate oder einen Molotow-Cocktail gefunden, drücken Sie Q, um zu werfen. Ja, ich gehe ja schon ran. So. Doch nicht? Und aufgelegt. Haben. Nicht schlecht. Ich hätte noch einen Job für Sie, aber ich will nicht, dass Sie schlapp machen. Schlafen Sie ein bisschen und bereiten Sie sich vor. In dem Haus, da sind Sie sicher. Ja, gehen wir mal rein. Durch die Zusammenarbeit mit Ihren Kameraden können Sie jeden Unterschlupf verbessern. Hier treffen Sie Ihre Kameraden auch. Hier treffen Sie Ihre Kameraden auch. Reden Sie mit ihnen, damit diese Ihnen im Kampf beistehen, wenn Sie verwundet werden. Noch haben Sie aber keine Kameraden. So, da können wir schlafen. Sie haben Granaten, drücken Sie F, um durch Ihren Vorrat zu schalten. F. Kein Vorrat. So, da können wir schlafen, ne? So. Das Bett im Unterschlupf benutzen. Also gut. Bei der Interaktion mit einem Bett können Sie auf Ihre Uhr die Wegzeit einstellen. Mit D oder A stellen Sie die Zeit an, mit E
oder linken Maustaste bestätigen Sie sie. Aha. So. Dann schlafen wir. Speichern und fortfahren. Ja, komm. Nämlich jedes Mal einen neuen Speicherstand. Bis jetzt ist ja auch noch nicht so viel passiert. So. Ja, wir haben doch jetzt geschlafen. Speichern und fortfahren. Machen wir. Speichern. So, wie ihr das wünscht, so machen wir das auch. So, und nun haben wir geschlafen. Aha. Telefon. Ich hasse es. Sie müssen einen APR-Stützpunkt südlich Ihrer Position auskundschaften. Ein altes Holzlager. Ich will wissen, welche Ressourcen Sie da haben. Auf Ihrer Karte ist ein Beobachtungspunkt markiert. Viel Spaß. Auf einer Karte. Da unten also. Naja, dann gehen wir mal da runter. Ist mein Auto noch da? Da steht mein Auto, komm, das nehmen wir. Oh Gott, jetzt bin ich ein bisschen gerannt, das ist doch K.O. So, dann gehen wir mal auskundschaften. Vielleicht sollten Sie den kleinen versteckten Weg nehmen, anstatt direkt ins Lager zu marschieren. Wenn Sie ein Lager vor Ihrem Angriff ausspähen, haben Sie gegenüber Ihren Feinden enormen Vorteile, der den Unterschied zwischen Sieg und Tod ausmachen könnte. Also das heißt, wir sollen jetzt hier irgendwo mal das Auto absteigen. Und wir fahren das Auto hier ein bisschen in den Busch. Und steigen mal aus. So. Jetzt gucken wir mal. Wir sollten hier auskundschaften. Was haben wir denn hier zum Auskundschaften? Naja gut, wir haben nicht wirklich was zum Auskundschaften. Drücken Sie 5, um Ihre Karte zu benutzen. Ja. Wenn Sie Ihre Karte ausgerüstet haben, können Sie Ihr Fernrohr benutzen, indem Sie die rechte Maustaste gedrückt halten. Sie können damit Lager auskundschaften und nach Munitionslagern, Scharfschützenpositionen, Geschützen, Verbandskästen und Fahrzeugen Ausschau halten. Sobald Sie ein Ziel durch Drücken von der linken Maustaste anvisiert haben, erscheint es auf Ihrer Karte. Okay. Aha. Sieh hier erst mal ein
Wir gehen jetzt erstmal in Schleichmodus. Stellen wir uns mal da oben hin. Da ist das Lager. So. Und dann gucken wir uns da mal. Können wir nicht zoomen? Nein, können wir nicht. So, halten Sie die rechte Maustaste gedrückt, um Ihr Fernrohr zu verwenden. Haben wir gemacht. Drücken Sie die linke Maustaste, um Ihre Versorgungsposition zu markieren. Einmal. Sie können nach Heckenschützen, Geschützen, Fahrzeugen, Verbandskästen und Munitionslagern Ausschau halten. Okay. Ach, jetzt... Ja, geh doch ran. Ich habe hier Ihren Bericht. Nicht schlecht. Sehen Sie das zugemauerte Gebäude? Angeblich hält die APR da drin eine Geisel fest. Irgendein Ausländer. Gehen Sie da rein und befreien Sie die Geisel. So, wo muss ich? Also da haben wir noch... kann man jetzt nicht machen. Da ist auf jeden Fall einer... Ich weiß auch nicht, soll man da jetzt einfach so reinstürmen, oder? Ich stürme da nicht rein. Aber so wie ihr mich kennt, ja, funktioniert das nicht. Nicht leise anschleichen. Da steht einer. Was war das? Was? Gucken wir mal. Der kommt hierher. Ne? Ich hab's gehört. Beschossen, wo kam das her? Ihr werdet überhaupt nicht beschossen. Ich werd beschossen. Das mit dem Anschleichen, das funktioniert auch nicht so toll. Ja, toll. So. Bessere Waffen bekommen oder nicht.
So. Eine Spritze brauchen wir noch keine. Jetzt gehen wir mal da rein. Hey, mach die Tür auf! Naja. Scheiße, was soll das? Komm schon, Arschloch, los geht's. Keine Sorge, Mann, ich kämpfe nicht gegen einen Kranken. Die Malaria hat dich ganz schön erwischt. Ja, das... Sie haben jetzt einen Kameraden. Während Sie Aufträge erfüllen, wird Sie Ihr bester Kamerad kontaktieren, um Ihnen Alternativvorschläge zum Abschluss einer Mission zu machen, wodurch Sie zusätzliche Belohnungen erhalten können. Folg mir nicht. Und ey, wenn du überlebst, treffen wir uns im Mike's. Vielleicht kann ich dir ein paar Pillen gegen deinen Husten besorgen. Ja, unser Ruf ist gestiegen. Oh, liegt hier nur was rum, was wir einsacken können. Ja, wir tun hier mal meinetwegen speichern, wenn es sich schon anbietet. Ja, okay, speichern. Gut, und dann würde ich sagen, haben wir hier mal den zweiten Teil auch schon hinter uns bekommen. Und ich bin mal gespannt, wie es jetzt hier im dritten Teil weitergeht. Und bis später.